Ich habe weder was gegen Homosexuelle, ich habe wirklich nichts gegen diese Menschen. Ich habe auch Bekannte, die sind homosexuell, darum geht es mir gar nicht. Und bei mir darf auch jeder Mensch sein, was er ist. Kinderseelen sind für mich heilig. Kinderseelen gehören absolut geschützt. Die gehören nicht verwirrt. Für mich ist immer noch so, der liebe Gott hat Mann und Frau erschaffen. Mann und Frau zusammen pflanzen sich fort. Ohne diese Gemeinsamkeit gibt es keine Fortpflanzung auf dieser Welt. Ich dulde keine Verwirrung von Kindern. Die müssen auch in dem Alter sich noch nicht mit Sexualität beschäftigen. Kinder haben Kinder zu sein, die haben zu spielen. Und wie gesagt, ich will diese Frühsexualisierung absolut raushaben und ich will diese Verwirrung raushaben. Finger weg von unseren Kindern. Ja, es gibt die Norm, dann gibt es immer auch Variationen dieser Norm. Das akzeptiere ich. Ich akzeptiere nicht, was hier passiert, dass man das so in den Vordergrund rückt, ja? Dass man das, dass man Propaganda dafür macht, dass man das als normales Verhalten hinstellen will, ja? Dass Jungen vielleicht anstreben sollten. Ja? Das geht mir zu weit. Und wenn in Kindergärten und auf solchen Veranstaltungen sowas dann praktisch als normal vorgeführt wird, dann stört mich das. Ich sehe das so, es ist bestimmt objektiv so. Ja? Aber da das halt so sanktioniert wird in der Gesellschaft, wenn man sagt, da bin ich jetzt nicht dafür, das wird sanktioniert. Ja? Es ist einfach dominant, die linke Mehrheit ist dominant. Und es ist eine gewisse Hemmung da bei den Leuten, das offen zu sagen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Diese woke Community hält sich halt für die demokratische Community, deswegen ja wahrscheinlich diese Namensgebung. Ja? Die fühlt sich halt vollkommen im Recht. Ja? Und die Politik hat kapituliert. Die Politik, die CDU, Freie Wähler, ich sehe es auch im Kreistag. Die haben alle kapituliert und sich eben dieser Ideologie untergeordnet.